Hallo, mein Name ist Oskar Golde von Ferienhaus Sizilien und ich möchte Ihnen heute den Google-Kalender vorstellen. Den Google-Kalender erreicht man über die URL kalender.google.com. Man braucht natürlich einen Google-Account dafür. Diesen können Sie sich aber ganz einfach erstellen. Sie brauchen nicht mal eine Google-E-Mail-Adresse, sondern können das auch mit Ihrer privaten E-Mail-Adresse einrichten. Wenn Sie sich einen Account erstellt haben, loggen Sie sich einfach ein, gehen dann auf diese Adresse kalender.google.com und sehen dann diesen Kalender. Sie haben hier einmal die Möglichkeit, halt die Monate zu variieren. Können auch auf heute klicken, springen Sie halt zu dem heutigen Tag, zum 5. Februar. Haben hier nochmal eine Listenansicht für Tage, Wochen, Monate. Für uns Vermittler ist natürlich die Monatsansicht immer die sinnvollste. Haben hier nochmal einen ganz kleinen Kalender und zwei Listen. Einmal meine Kalender und einmal weitere Kalender. Der Unterschied ist, wenn Sie einen Kalender erstellen, landet in der Liste meine Kalender. Wenn ich einen Kalender erstelle und Sie dazu einlade, landet dieser in weitere Kalender. Wir wollen jetzt einfach mal einen Test machen und erstellen mal einen neuen Kalender. Dazu einfach auf die drei Punkte hier klicken und neuer Kalender. Hier trägt man einen Titel ein. Casa Nuovo machen wir jetzt mal als Beispiel. Man kann auch zum Beispiel sagen Casa Nuovo 1. Wenn es sich um verschiedene Apartments zum Beispiel handelt, kann man sagen Casa Nummer 1, Casa Nummer 2, Casa Nummer 3. Kann hier in der Beschreibung noch eintragen, wo sich die zum Beispiel finden, dass man da sich nicht irren kann. Ne? Zum Beispiel mit Mehrblick, ohne Mehrblick etc. pp. Wenn man das gemacht hat, einfach Kalender erstellen. Es dauert ein paar Sekunden und wenn der Kalender erstellt ist, sehen Sie dann diesen Kalender unter der Liste Meine Kalender. Wir gehen jetzt hier nochmal kurz zurück aus den Einstellungen, um zu sehen, in unserem Kalender unter Meine Kalender, hier ist jetzt der Eintrag Casa Nuovo 1. Im Prinzip könnten wir jetzt sofort loslegen und die Einträge, also die Zeiträume, wann das Haus belegt ist oder die Ferienwohnung eintragen. Es gibt aber noch mal ein paar Kleinigkeiten bei den Einstellungen zu beachten. Wenn Sie hier neben dem Kalender auf die drei Punkte drücken, haben Sie den Punkt Einstellung und Freigabe. Hier können Sie nochmal den Namen und den Beschreibungstext ändern. Und weiter unten haben Sie zwei wichtige Bereiche. Einmal die Zugriffsberechtigungen. Das heißt quasi, wenn Sie diesen Kalender halt an eine Agentur knüpfen möchten, dass quasi die Agentur sich die Informationen, die Belegungszeiträume aus diesem Kalender zieht, müssen Sie diesen öffentlich freigeben. Dafür einfach hier das Häkchen setzen, hier nochmal sagen, ja, ich bin einverstanden, dass halt dieser Kalender öffentlich sichtbar ist. Und ich würde Ihnen raten, hier bei den Einstellungen nochmal auf der rechten Seite nur die Verfügbarkeit und keine Details anzuzeigen. Das heißt, dass nur die Zeiträume angezeigt werden, aber zum Beispiel nicht der Titel, den Sie für diesen Termin halt setzen. Das ist einfach wichtig für Datenschutz. Wenn Sie zum Beispiel einen Titel Herr Müller eintragen, hat halt in diesem Zeitraum das Haus gebucht, das möchte man natürlich nicht öffentlich sichtbar machen. Man möchte halt nur die Zeiträume sehen oder zur Verfügung stellen, wann das Haus halt belegt ist. Dann, wenn Sie jetzt Ihren Kalender erstellt haben, müssen Sie natürlich oder sollten Sie mich einladen. Das machen Sie ganz einfach, indem Sie meine E-Mail-Adresse info@ferienhaus-sizilien eintragen, sehen dann schon Oskar Gold, das ist mein Google-Account, sagen jetzt hier noch, der Herr Golde kann halt nur die Verfügbarkeiten sehen, kann alle Details sehen oder kann zum Beispiel auch Termine ändern. Ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Buchung mache, kann ich die zum Beispiel auch selber eigenständig in den Kalender eintragen. Das können wir jetzt hier mal machen, Termine ändern, klicken dann auf Senden. Im Hintergrund wird mir jetzt eine E-Mail geschickt, mit der Einladung zu diesem Kalender. Also ich, wenn ich jetzt auf meinen Google-Kalender gehe, bin jetzt hier mal zurück zu den, aus den Einstellungen raus, sehe dann unter weitere Kalender, wenn ich jetzt zu meinem Geschäftsaccount wechsle, unter weitere Kalender sehe ich dann den Kalender von Casa Nuovo. So, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Aus einem komischen Grund hat er jetzt hier den Namen geändert. Machen wir den richtigen, Casa Nuovo 1. So, ne? Also wichtig, öffentlich freigeben, nur Verfügbarkeiten anzeigen und natürlich die Personen einladen, die halt diesen Kalender sehen sollen. Dann, wenn wir hier noch ein bisschen weiter runtergehen, haben wir hier noch ein paar schöne Sachen, und zwar einmal einen Link zu der öffentlichen URL dieses Kalenders. Diesen können Sie halt verschicken, via WhatsApp, E-Mail, wie auch immer. Und jeder kann halt diesen Link anklicken und sieht halt diesen Kalender mit den Verfügbarkeiten der Ferienwohnung. Sie können diesen Kalender zum Beispiel auch auf Ihrer Website einbinden. Wenn Sie ein bisschen Verständnis von Programmierung haben, einfach diesen Code kopieren und auf der Website einfügen.
Und dann kann man halt auf ihrer Webseite diesen Kalender halt auch sehen. Ein ganz tolles Tool ist halt die öffentliche Adresse im iCal-Format. Da kommen wir dann im anderen Zeitraum nochmal drauf zurück. Das ist einfach der Link, den Sie quasi den Agenturen zur Verfügung stellen. Den meistens müssen Sie den im Backend von den jeweiligen Agenturen halt eintragen. Dann kann sich halt die jeweilige Agentur automatisch halt die Termine aus diesem Kalender ziehen, wann halt das Objekt halt die Ferien, das Feriendomizil belegt ist. Das ist halt wunderschön, weil man halt viel Zeit spart und einen zentralen Kalender hat, den man halt nur bearbeiten muss und halt nicht in jede einzelne Agentur gehen muss, um dort halt die Kalender zu aktualisieren, sondern man macht es halt nur über diesen Kalender und gibt halt den Agenturen diesen Link zur Verfügung. Wie gesagt, da kommen wir halt später nochmal drauf zurück. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Kalender, haben hier jetzt Casanovo 1 ausgewählt. Wir möchten natürlich für dieses Objekt jetzt einen Termin eintragen. Wir machen jetzt hier einfach ein Beispiel vom 6. Februar bis zum 13. Februar. Wichtig hierbei ist, dass wir auch immer die Uhrzeit eintragen. Also hier sagen wir mal am 6. Februar um 15 Uhr, das sind unsere normalen Anreisezeiten. Ab 15 Uhr kann man anreisen und am 13. Februar müssen die Gäste bis 10 Uhr wieder abreisen, damit wir halt Zeit haben, falls wir am gleichen Tag eine neue Anreise haben, dass wir halt 5 Stunden mindestens haben, um halt das Haus sauber zu machen. Hier oben im Titel können Sie, also ich trage dann meistens immer den Namen ein. Sagen wir mal hier Herr Müller, der kommt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern. Ich schreibe gerne immer noch mal den Termin sicherheitshalber mit zu. Manchmal kann man sich ja vertippen, ne? Und man ist auch ein bisschen übersichtlicher. Wir kontrollieren noch mal. Also Herr Müller kommt mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern vom 6. bis 13. Februar. 6. Februar 15 Uhr bis 13. Februar 10 Uhr. Haben hier auch den richtigen Kalender ausgewählt. Das ist wichtig, ne? Weil manchmal, wenn man hier auf der linken Seite nicht den richtigen Kalender ausgewählt hat, kann es zum Beispiel sein, dass ich hier diesen Eintrag jetzt in meinen privaten Kalender mache. Und dann sieht man diesen Eintrag natürlich nicht in dem Kalender, wo es halt wichtig ist. Also hier immer sehr darauf achten, dass halt auch der richtige Kalender ausgewählt ist. Dann einfach auf Speichern. Und der Eintrag ist gemacht. Ne? Sie können, wenn Sie jetzt hier auf den Eintrag nochmal raufdrücken, können Sie diesen bearbeiten, löschen, können diesen auch nochmal, diesen Termin an jemanden schicken, haben verschiedene Optionen oder schließen einfach dieses Fenster. Wir wollen diesen Eintrag jetzt nochmal bearbeiten, um Ihnen einfach diese Ansicht nochmal zu zeigen. Wichtig ist halt, dass hier die Daten stimmen, 6. Februar 15 Uhr bis 13. Februar 10 Uhr. Es ist kein ganztägiger Eintrag. Ne? Das heißt, wir können ja auch an einem Tag eine Abreise haben und gleichzeitig eine Anreise. Deswegen sind halt hier auch die Uhrzeiten wichtig. Ort brauchen wir nicht, Videokonferenz brauchen wir auch nicht. Der Name ist halt wichtig. Sie können ja auch nochmal eine andere Farbe auswählen für diesen Eintrag. Beschäftigt und die Standardsichtbarkeit. Ne? Standardsichtbarkeit ist eigentlich normalerweise immer öffentlich sichtbar. Ne? Das ist einfach die generelle Einstellung eines Kalenders. Hier können wir natürlich dann auch die Daten ändern. Wir haben uns zum Beispiel jetzt hier vertan. Der wollte nicht vom 6. bis 13., sondern vom 6. bis 14. Ändern wir hier auch noch schnell ab. So, speichern. Und wir sehen jetzt hier, vom 6. bis 14. kommt der Herr Müller im Casanuovo. Ne? So, das war es eigentlich schon. Ganz einfach. Wenn Sie noch irgendwie Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne bei uns melden. Wir helfen Ihnen gerne. Wir können auch für Sie die Kalender erstellen und Sie dann dazu einladen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Vermieten Ihr Ferienhaus Sizilien.